Herzlich willkommen zu die Filmanalyse, heute mit A Clockwork Orange von Stanley Kubrick. Kein Kubrick-Film ist so umstritten wie dieser. Ist dieser Film vielleicht faschistisch? Ist er gewaltverherrlichend? Ja, stiftet er vielleicht sogar zu Gewalt an? Das sind Fragen, die wir uns stellen müssen, aber wir müssen sie auch verwerfen in der Art, dass wir sie einfach moralisch beantworten. Ja, Kubrick zeigt natürlich Gewaltballette regelrecht, aber ist das gleich eine Gewaltverherrlichung? Ist nicht in dieser Ästhetisierung eine ganz andere Frage problematisiert? Fest steht, wir sollten diesen Film keineswegs als einen Kultfilm betrachten. Wenn von Kult die Rede ist, dann wird oft das Nachdenken ausgeschaltet und dann soll einfach blinde Bewunderung da sein. Das ist etwas, was man überhaupt bei diesem Film nicht tun sollte. Man muss sich zu diesem Film positionieren. Daraufhin ist er angelegt. Er ist in seiner Dialektik, in seiner Filmsprache, die immer für das Gegenteil auch steht. Das ist das, was so prominent ist an diesem Film und dem müssen wir uns stellen. Deswegen ist dieser Film so schwer erträglich. Nicht, weil er uns irgendwelche abscheulichen Gewalttaten zeigt, sondern weil er kontraintuitiv arbeitet, musikalisch, bildsprachlich und auf der Inhaltsebene. Alex und seine Trooks, die in London durch die Straßen ziehen und dort unglaubliche Gewalttaten verüben. Der Film soll 1983 spielen, also ein Jahr vor Orwells 1984. Aber man könnte sagen, dieser Film spielt im Heute. Das ist eigentlich ein neoliberaler Staat, der eine Fürsorgepflicht hat, der sich ständig um seinen Bürger sorgt, der ihn schützen will. Aber in dieser Sorge liegt natürlich auch eine große Gewalt. Und wir können das auch sehen, wie unsere Freiheit heute sehr stark beraubt wird, weil wir gesundheitlich geschützt werden sollen. Natürlich kann man sagen, Nichtrauchergesetze, die muss es geben. Der Nichtraucher muss geschützt werden. Aber gleichzeitig liegt darin natürlich auch eine große Unfreiheit. Davon handelt eigentlich der Film. Und dann besticht der Film durch seine 1000 guten Einfälle. Denken wir an die Sexszene Alex mit zwei Frauen und Kubrick macht daraus eine Slapstick-Einlage. Und nichts anderes ist das ja auch, was sich da vollzieht. Nämlich, das sind Slapstick-Einlagen. Sex hat auch wirklich immer eine Slapstick-Dimension. Dann die Farbstudien des Films sind ja hochinteressant. Auch das ist ja etwas, was zu Kubricks Zeit in der Kunst eine ganz große Rolle spielt. Wie beziehen sich Farben aufeinander? Kubrick exerziert das wirklich in jeder Szene. Und dann verhandelt der Film die Frage nach der Kunst, was sie vermag und was sie vielleicht gar nicht kann oder wo Kunst auch selbst machtlos wird. Da ist die Szene mit Cat Lady. Alex dringt in ihr Haus ein und das ist vollgefropft mit einstmals provokatorischer Kunst. Doch jetzt ist diese Kunst zu einem Designgegenstand geworden. Und Alex nimmt so einen Phallus und attackiert damit diese großbürgerliche Frau, die sagt, nein, bitte stellen Sie es wieder ab, das ist ein Kunstwerk. Und sie behandelt diese provozierende Kunst so, als sei es ein Rembrandt oder Tizian. Was uns Kubrick hier sagen will, ist, dass Kunst nur eine sehr kurze Zeit provozieren kann und dann ruckzuck von der bürgerlichen Gesellschaft affirmiert wird. Und ist das nicht auch ein bisschen so mit der Rezeptionsgeschichte von A Clockwork Orange? Auch die gehört ja längst zum Bildungskanon. Dieser Film gehört längst zum Bildungskanon. Ja, ist ein bildungsbürgerliches Gut geworden. Ja, wird auch unantastbar, gerade wenn man da sozusagen den Stempel Kultfilm draufdrückt. Das Glückliche an diesem Film ist, dass Kubrick zumindest eines nicht macht. Er weicht am entscheidenden Punkt von der literarischen Vorlage von Burgess' Roman, der auch großartig ist, ab. Nämlich, es gibt da ein 21. Kapitel. Da entscheidet sich Alex ganz freiwillig dazu, ein guter Bürger zu werden. Er hat Sehnsucht nach Familie, nach Geborgenheit. Kubrick will nicht dieses harmonische Ende haben. Warum will er das nicht haben? Natürlich nicht, weil er einfach sagt, es darf kein Happy End geben, sondern er will uns sagen, wir müssen uns, wenn wir so einen extremen Film uns anschauen, wenn wir bis ans Extrem gehen, ja über die Grenzen hinaus, dann müssen wir das auch mit allen Konsequenzen tragen. Auch als Zuschauer dürfen wir den Film nicht mit dem Gefühl verlassen, jetzt ist alles gut, es hat sich geklärt. Nichts hat sich bei Kubrick geklärt. Nichts hat sich bei diesem Film in eine Sicherheit begeben. Dieser Film lebt, und das ist seine Größe, von der totalen Verunsicherung. Kubrick geht
bildsprachlich und auf der Handlungsebene über Grenzen hinaus. Er geht dorthin, wo es weh tut. Wir können uns nie sicher sein. Gewalt und Barbarei können überall ausbrechen, ja, und sie können auch in uns ausbrechen. Deswegen ist die Ästhetisierung der Gewalt so interessant. Ja, wir können Gewalt genießen. Im Roman, der auch hervorragend ist, aber der Film ist wesentlich besser, da haben wir das schon sehr deutlich eben mit der Sprache. Das ist einmal die Hochsprache des 18. Jahrhunderts, also eine sehr humanistische Sprache, und dann wird die gemixt mit dem Jugendslang. Aber überhaupt ist der Film sehr manichäisch angelegt. Er changiert zwischen Augustinismus, Pelagianismus und, von, das ist vor allem der Kubrick'sche Einfluss, Nietzsches moralischer Nihilismus spielen eine große Rolle. Worum es hier geht, ist eine radikale Aufklärungskritik, also die Dialektik der Aufklärung. Also der Staat, der für die Fürsorge, für die Erziehung des Menschen schon zuständig ist, der ist aber auch der Unterdrücker. Er unterwirft das Subjekt. Subjekt, das ist auch immer das Unterworfene. Das wird deutlich. Man will Alex nicht diese Freiheit lassen. Wir sollten ihn nicht einfach als Schwerverbrecher oder so ansehen, sondern wir sollten ihn als ein Prinzip ansehen, das eine Freiheit verkörpert, die von staatlicher Seite oder überhaupt von gesellschaftlicher Seite versucht wird zu zähmen. In dieser Zähmung liegt aber eben auch ein großer Gewaltakt. Was wir hier finden, ist eine Humanismuskritik, wie sie vor allem nach 45 einsetzt. Heidegger beschäftigt sich nach 45 gleich mit dem Humanismus und sagt, wir müssen uns eingestehen, dass der Humanismus nicht nur für das Gute steht, sondern auch für große Gräueltaten verantwortlich ist. Für Zucht, für Züchtigung ist er zuständig. Wenn wir heute an dauernde Evaluation denken, wo wir uns alle selbst bewerten, wo wir immer besser und besser werden sollen, auch das ist im Prinzip nur die Pervertierung eines humanistischen Programms. Sloterdijk hat sich auch mit dem Humanismus auseinandergesetzt und antwortet sozusagen auf Heidegger. Er macht deutlich, dass der Humanismus eine ganz grausame Schattenseite hat. Es folgt ein längeres Zitat. Dass die Domestikation des Menschen das große Ungedachte ist, vor dem der Humanismus von der Antike bis in die Gegenwart die Augen abwandte, dies einzusehen genügt, um in tiefes Wasser zu geraten. Wo wir nicht mehr stehen können, dort steigt uns die Evidenz über den Kopf, dass es mit der erzieherischen Zähmung und Befreundung des Menschen mit den Buchstaben allein zu keiner Zeit getan sein konnte. Gewiss war das Lesen eine menschenbildende Großmacht, und sie ist es in bescheideneren Dimensionen noch immer. Das Auslesen jedoch, wie auch immer es sich vollzogen haben mag, war stets als die Macht hinter der Macht im Spiel. Lektionen und Selektionen haben miteinander mehr zu tun, als irgendein Kulturhistoriker zu bedenken willens und fähig war. Und wenn uns bis auf Weiteres auch unmöglich scheint, den Zusammenhang zwischen Lesen und Auslesen hinreichend präzise zu rekonstruieren, so ist es doch mehr als eine unverbindliche Ahnung, dass dieser Zusammenhang als solcher seine Realität besitzt. In seiner umstrittenen Rede, Regeln für den Menschenpark, die wirklich einen Skandal auslöste, Sloterdijk ist hier wirklich der Kubrick der Philosophie, geht Sloterdijk auch an diese Grenze, um zu zeigen, dass der Humanismus eine ganz fürchterliche Schattenseite hat. Davon handelt Kubricks Film A Clockwork Orange. Und so finden wir das überall in der ganzen Struktur des Films. Denken wir an die Musik. Wir hören ein fröhliches Lied wie Singing in the Rain und dann wird aber diese Musik kontraintuitiv eingesetzt. Wir sehen nicht etwas Fröhliches, sondern wir wohnen dann einer Vergewaltigung bei. Und dann ist da Beethoven. Warum liebt Alex Beethoven so sehr? Man kann das gar nicht verstehen. Wir würden ja sagen, Beethoven, das ist dieser große humanistische Komponist, der die Menschen zu Brüdern vereinigen möchte. Doch wenn Alex Beethoven hört, dann denkt er an Gewalt, an Vergewaltigung, an ganz abscheuliche Fantasien. All das steigt dann in ihm auf. Und das ist etwas ganz anderes als der humanistische Bildungskanon Beethoven, den wir so gerne haben. Die klassische Musik selbst ist auch eine große Kunst, die aber nicht moralisch sein muss, ja, die vielleicht neutral ist. Chaplin macht das in seinem Film Der große Diktator schon deutlich. Wenn das wunderbare Vorspiel von Wagners Lohengrin dann gespielt wird, wenn der Diktator seine Allmachtsfantasie hat, aber auch dann, wenn der Friseur die Friedensrede hält. Und denken wir an eine reale Gestalt, an Reinhard Heydrich, der Leiter der schrecklichen Wannsee-Konferenz, der privat die erste Geige in einem Streichquartett spielte und Schubert liebte. Das ist eine Grenze,
an die Kubrick geht. Und an diese Grenze müssen wir uns auch vorwagen. Wir müssen eingestehen, dass Kunst uns vielleicht doch nicht retten kann, dass Kunst neutral ist, ja, dass Kunst sogar uns zum Gegenteil, zum Inhumanen anstiften kann. Kunst ist vielleicht nicht moralisch. Das konnte Roger Ebert, dieser Großkritiker Amerikas, nicht einsehen. Er hat ja einen berühmten Verriss zu Kubricks Clockwork Orange geschrieben. Doch er will da etwas nicht begreifen. Er psychologisiert krampfhaft Alex und kann nicht verstehen, dass Alex nicht eine Person ist, sondern die Verkörperung eines Prinzips, eines Extrems, mit dem Kubrick etwas aufzeigen will. Roger Ebert aber geht mit ganz piefigen moralischen Kategorien daran und sagt, ich mag diesen Alex nicht, der wird aber im Film verherrlicht von Kubrick und deswegen ist dieser Film ideologisch abzulehnen. Nein, so einfach kann man sich das nicht machen. Roger Ebert duckt sich vor allem vor einer Wahrheit, nämlich dass jeder von uns, und deswegen gehen wir auch ins Kino, jeder von uns genießt irgendwie Gewalt. Jeder hat ein gewalttätiges Potenzial in sich. So gezähmt man auch sein will, immer wieder kann so etwas ausbrechen. Und vielleicht, so könnte man sagen, ist es doch besser, wenn die Kunst über die Grenzen hinausgeht. Vielleicht ist man dann wenigstens im Leben davor bewahrt. Hölderlin sagte ja bekanntlich, wo die Gefahr wächst, wächst das Rettende auch. Und das ist für mich das Großartige an dem Film. Es ist eigentlich mein Lieblingsfilm von Kubrick, Clockwork Orange. Nämlich, er zeigt uns die größte Gefahr, aber vielleicht keimt da doch irgendwo etwas Rettendes auf. Wenn die Willensfreiheit absolute Gültigkeit hat, wenn man also sagt, der Mensch ist frei, dann darf er sich auch für das Böse oder für das Gute entscheiden. Wenn man die Willensfreiheit radikal vertreten will, dann muss man sie auch in ihrer finstersten Erscheinung vertreten, nämlich in der Figur von Alex. Und deswegen ist die Ludovico-Therapie so unendlich grausam, weil hier einem die Willensfreiheit geraubt wird. Was Kubrick hier vielleicht doch propagiert, bei all der Grausamkeit, die die Person Alex natürlich darstellt, ist so etwas wie Freiheit. Und dieser Film ist deswegen heute wieder sehenswert, wenn wir an die Neurobiologie und so denken, die uns ständig einreden wollen, wir haben keinen freien Willen. Dann müssen wir doch sagen, schaut, und wir sollten uns so einen Klassiker wieder ansehen. Doch es gibt Willensfreiheit und das ist eine wunderbare Sache, aber es ist auch eine abscheuliche Sache, die wir aushalten müssen. Sloterdijk sagt in seiner umstrittenen Rede, und er bezieht sich ja da auf Heidegger, wir müssen ins Archiv zurückkehren. Nicht, um dort Antworten zu bekommen, die bekommen wir laufend geliefert, sondern um diesen Fragestellungen, also was ist eigentlich Freiheit, wieder zu begegnen. Und so würde ich sagen, wir müssen zu den Klassikern zurückgehen. Nicht aus so einem humanistischen Geplänkel und sagen, damals war es noch gut, es gab noch wunderbare Filme, sondern um die Fragen, die uns jetzt so beantwortet erscheinen, wieder neu stellen zu können. Warum macht es uns eigentlich Kubrick so kompliziert mit seinen Filmen? Warum können wir sie nicht so einfach verstehen? Es gibt ja so etwas wie primitive Komplexität. Da wird einfach ein großer Plot geschaffen und wenn man ihn dann irgendwann durchschaut hat, dann kommt da doch eine sehr banale Soße bei raus. Denken wir an Donnie Darko oder Christopher Nolans Memento. Und es gibt aber auch so etwas wie geistreiche Komplexität. Das Einzige, vielleicht kann man da wirklich den Kubrick festlegen, das Einzige, was er beabsichtigt, ist zu sagen, dass Kunst eines nicht tun sollte. Sie sollte nicht dumm sein. Und genau das sind seine Filme nicht. Eines ist gewiss, wann immer man einen Film von Kubrick sieht, dann muss man denken, denken, denken. Und das ist etwas, was Heidegger dann auch in seiner Humanismuskritik, in seinem berühmten Brief nach 45 klar macht, dass das Denken uns zu einer Lichtung hinführen kann. Ja, das Denken, das müssen wir stark machen. Wenn wir denken, dann schauen wir nicht nur, dann sehen wir.